Ja, ich habe hier natürlich jetzt gerade einen ganz tollen Moment erwischt, denn da hinten, ich weiß nicht, wie gut ich es erkennen kann, fährt gerade ein Zug über den Hindenburgdamm. Und da sieht man, dass das wirklich ein Damm und hier fahren Züge drüber. Und mit der spannenden Geschichte vom Hindenburgdamm möchte ich mich im heutigen Video mal beschäftigen. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier hinter mir seht ihr, da fährt mal wieder ein Zug vorbei. Ja, das ist der Zug nach Westerland, denn hier hinter mir ist, wie ich bereits ja angedeutet habe, der Hindenburgdamm. Ich dachte mir, ich schiebe hier mal eine kleine Folge von der Raumplanung und TV zwischen die ganzen Reisefolgen, denn es ist auch manchmal interessant, sich mit den raumplanerischen und verkehrsplanerischen Aspekten seiner Reiseregion genauer zu beschäftigen. Und heute geht es, wie gesagt, um den Hindenburgdamm. Der Hindenburgdamm ist eigentlich sehr eng mit der touristischen Entwicklung der Insel Sylt verbunden, aber auch eng mit der Geschichte von Schleswig-Holstein. Und heute möchte ich mich mal ganz genau damit beschäftigen, warum wurde der Hindenburgdamm gebaut. Als Ende des 19. Jahrhunderts die Touristenzahlen in Sylt wuchsen, wurde die Marschbahn, die bereits von Altona nach Tonnen führte, bis zur Hoher Schleuse verlängert. Von hier verkehrten mehrmals täglich Raddampfer nach Munkmarsch. Da die Fährverbindung allerdings tidenabhängig war, wurde schon beim Bau der Strecke über eine alternative Route mittels Damm durch das Wattenmeer nachgedacht. Die Idee wurde aus Kostengründen zunächst verworfen. 1920 fiel durch Volksabstimmung der nördliche Teil des Landkreises Tondern inklusive seiner Kreisstadt allerdings an Dänemark. Nun war für die Überfahrt nach Sylt ein Visum erforderlich, obwohl Sylt vollständig bei Deutschland verblieben war. Ergo wurde 1923 mit dem Bau eines Dammes westlich von Klangsbüll begonnen. Da bei einer Sturmflut allerdings große Teile dieses ersten Stammstücks weggespült wurden, entschied man sich für einen Neubau etwas weiter nördlich. Der Damm wurde schließlich am 1. Juni 1927 fertiggestellt. Insgesamt kostete der Bau 18,5 Millionen Reichsmark, umgerechnet rund 60 Millionen Euro. Die ca. 1500 Arbeiter benötigten dabei 3 Millionen Quadratkilometer Sand und Klei sowie 120.000 Steine. Kurz nach der Jungfernfahrt über den Damm, bei dem auch Reichspräsident Paul von Hindenburg dabei war, schlug der damalige Bahndirektor Paul Dorbmüller vor, den Damm Hindenburgdamm zu taufen. Diesen Namen trägt der Damm bis heute, obwohl Hindenburg mittlerweile aufgrund seiner Funktion als Wegbereiter von Adolf Hitler stark kritisiert wird. Daher kamen immer wieder Ideen für eine Umbenennung auf. So wurden schon Namen wie Syltdamm, Friedensdamm oder Nordfrieslanddamm vorgeschlagen. Ich würde den Damm ja einfach Elisabethdamm nennen. Denn Fürstin Elisabeth zu Wied war nicht der Wegbereiterin des Sylt-Tourismus. Welche Namensidee habt ihr? Schreibt's doch gerne mal unten in die Kommentare. Und da kommt jetzt schon der Zug aus Richtung Westerland zurück nach Altona, also der Zug der Gegenrichtung zum Zug, den wir eben gesehen haben. Ich finde das total spannend gerade, wie hier über den Hindenburgdamm die Züge fahren. Ich habe mir damit auch einen Traum erfüllt. Ich wollte schon immer mal über den Hindenburgdamm fahren und jetzt wohne ich so nah beim Hindenburgdamm seit einigen Monaten, dass ich theoretisch quasi an jedem Wochenende eigentlich über den Hindenburgdamm fahren könnte. Und im Endeffekt komme ich aber letztlich nie dazu, weil natürlich hat man ja noch andere Sachen zu tun und ich will nicht immer nur über die Insel Sylt beschäftigen, wobei man der Insel Sylt und ihren Schönheiten ein ganzes Video widmen könnte. Und eine dieser Schönheiten ist das Morsum Cliff, das übrigens auch eine wichtige Rolle beim Bau des Hindenburgdamms spielt. Und wie der Hindenburgdamm gebaut wurde und welche Schwierigkeiten es dabei da gab, damit möchte ich mich in diesem Video natürlich auch mal noch mit euch beschäftigen. Über die Kosten, die Unmengen an Sand und Steinen, die im Hindenburgdamm verarbeitet wurden, habe ich ja vorhin bereits gesprochen. Tatsächlich musste das Material aus Kiesgruben rund um Klangsbüll und Niebel mittels einer extra errichteten Lorenbahn angeschleppt werden. Planungen, das nahegelegene Morsum Cliff abzutragen, wurden nämlich verworfen. Schon damals war bekannt, dass es sich beim Morsum Cliff um ein Naturdenkmal handelt, das aufgrund seines Alters und seiner Beschaffenheit erhalten werden muss. Aus den Protesten gegen dessen Abtragen stand es Sylt auch einer der ersten großen Naturschutzvereine in Deutschland. Mehr zum Morsum Cliff erzähle ich in einem Video, das ich oben in den Infokarten verlinken werde. Der Bau des Hindenburgdamms war eine Mammutaufgabe. Daher war er Anfang der 1920er Jahre die damals größte Baustelle Europas. Immer wieder wurden durch die Gezeiten Teile des Dammes beschädigt und weggespült. Bei den harten Arbeiten kamen auch immer wieder Arbeiter zu Tode. Die Arbeiter wurden übrigens mit einem Hungerlohn bezahlt, von dem sie sich seinerzeit gerade so einen Laib Brot leisten konnten.
Voller Zweifel auf den Erfolg des Bauprojekts kam Ingenieur Hans Pfeiffer schließlich auf die Idee, eine Spundwand aus Holzpfählen und Bohlen zu errichten, die den Sand am Entweichen hindern sollte. Die Idee zahlte sich aus, sodass zunächst die gesamte Strecke mittels Bohlen und Steinen befestigt worden war und erst dann der Damm aufgeschüttet wurde. Als Vorbild für den Querschnitt des Damms dienten dabei die großen Deiche zur Landgewinnung. Bei seiner Fertigstellung war der Damm 11,3 Kilometer lang und eingleisig. Bereits in den 30er Jahren verlandete er aber, insbesondere rund um seinen Festlandsockel, wobei 1954 der Friedrich-Wilhelm-Lübcke-Kog entstand. Immerhin 8,1 Kilometer führt der inzwischen zweigleisig ausgebaute Damm aber noch heute durch das Wattenmeer. Mit krassen Folgen für die Umwelt. Der Gezeitenstrom, der einst die Insel Sylt komplett umspülte, wurde durch den Damm durchbrochen und über den Damm haben sich Tiere wie Dachs und Fuchs eingeschlichen, die seither die Vögel auf der Insel bedrohen. Zudem hat der harte Tourismus in den letzten Jahrzehnten nicht nur der Natur der Insel geschadet. Es wäre natürlich jetzt richtig cool, wenn jetzt nochmal ein Zug kommen würde. Aber da die Züge hier ja nur stündlich hier Richtung fahren, dauert das ein bisschen. Eigentlich müsste es, wenn ich das richtig beobachtet habe heute, jetzt demnächst noch in der City vorbeikommen. Aber wann und ob der jetzt hier vorbeikommt, zeitnah, habe ich keine Ahnung. Ist aber auch egal. Wie wir ja heute im Video gesehen haben, würde man nach heutigen Maßstäben des Naturschutzes und den heutigen Gesetzmäßigkeiten keinen derartigen Damm mehr mitten durchs Wattenmeer bauen. Trotzdem wurde er gebaut und er soll nicht erhalten bleiben, denn er ist jetzt mittlerweile selber zum Biotop geworden und ich finde das eine tolle Sache und es gibt, glaube ich, auf der Welt eigentlich kaum etwas Vergleichbares. Wie findet ihr den Hindenburgdamm? Nutzt ihr ihn gerne oder fahrt ihr auch manchmal mit dem Autozug darüber? Schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare. Zum Autozug habe ich auch neulich mal ein Video gemacht, das werde ich jetzt hier am Ende verlinken. Da sieht man aber nichts vom Hindenburgdamm, aber man versteht mal den Sinn hinterm Autozug. Und ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und ja, bis dann. Ciao, vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch demnächst auf Sylt oder hier auf dem Hindenburgdamm, ne? Ciao.